Hallo Leute, willkommen hier zurück zu einem neuen Spiel. Und zwar spiele ich Resident Evil 2, Vorsicht, die One-Shot-Demo. Ich habe, ihr seht es oben rechts, 30 Sekunden, diese Demo abzuschließen und wir schauen mal, wie weit ich komme. Ich kann das beliebig oft versuchen, wenn ich sterbe. Aber man hat eben nur 30 Minuten. Wir starten jetzt einfach direkt mit der Kampagne. Nur Anleihen. Kann sich alles noch unterscheiden, okay. Es sollte nur ein kurzer Zwischenstopp verloren. Es kann eine einsame Tankstelle am Rande der Stadt frisch gebacken plötzlich in einem Meer von Zombies wiederfindet. Er schafft es mit einer neuen Bekannten, Claire Redfield, nach Raccoon City zu fliehen. Allerdings werden die beiden durch einen Unfall voneinander getrennt. Leon schlägt sich durch die gefährlichen Straßen und erreicht schließlich die Polizeistation der Stadt. Aber hat er sich wirklich in Sicherheit gebracht? Uah, das sieht aber krass aus. Alter. Hallo? Ist irgendjemand hier? Boah. Ist das echt so? Oder habe ich irgendwie die Einstellung total verhauen? Sprinten ist rein. Sprintet der? Warte mal, normal gehen? Sprinten, alles klar. So, warte mal. Hier ist doch Munition, das ist schon mal gut. Nimm es! Kombinieren! Ja. Raccoon Police Department! Hack es mal! Irgendjemand muss doch hier sein. Ja, da ist auch einer. Cam 4. Wo ist die Cam 4? Nicht gut. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Oh, du Honk. Vollidiot. Ja, mal sehen, wie ich mich gleich anstelle. Okay, das war da hinten. Neben dem Pausenraum. Sollte den Typ suchen. Ja. Dann guck auch nicht so lange. So, lass mich mal hier weitermachen. Boah, was ist das denn? Ah, hier kann ich Sachen verstauen. Cool. Das geht nicht? Okay. Was ist da los? Ja, schön. Das kann man doch einfach abreißen, Mann. Brauchst du doch nicht unbedingt ein Cuttermesser. Warte mal, da blinkt was, oder? Nee, das war bloß irgendein Spiegelreflex. Okay. Kaputt. Nein, da bin ich noch nicht durch. Hier gibt's noch Treppen und so. Ich spiele das mit dem Xbox Controller. Ja, na klar, es ist alles abgeschlossen. Typisch, kennt man von Resident Evil. Ah, guck mal. Aber da erklärt mir nichts dazu, ne? Logisch ist, da muss irgendwas rein. Erkennt man ja schon. Aber der, dass da mal irgendwie was steht darunter, vermisse ich gerade so ein bisschen. Ah, ich check nochmal kurz die Option. Moment, die Anzeige, weil ich bin echt nicht sicher. Warte, nein, hier bei Grafik. Bildqualität. Warte mal, setzen wir mal hoch hier. Ja, ist schon ein bisschen besser, okay. Ruckelt auch kurz. Alles klar. Was haben wir denn für Symbole? Mal so schnell durchscrollen. Sind das überall die gleichen? Nee, sind es nicht. Ups. Und versuchen irgendwie möglichst viel im Kopf zu behalten. Wird wahrscheinlich eh nicht klappen. Und er sprintet so langsam. Also wenn das Sprinten ist, guck mal, so läuft er normal. Das ist Sprinten. Er bewegt sich wie beim Sprinten, aber wirklich schneller ist es nicht. Hallo? Babam. Zu! Oh nee, ich dachte, hier hinten kann man rüberlaufen zur anderen Seite. Warte mal, was gibt's denn hier noch? Oh, das funktioniert gar nicht. Okay, mein Inventar.
Interagieren. Schießen will ich jetzt nicht, weil... Mit was soll ich es denn auch benutzen? Ich habe keinen Schlüssel. Also schießen möchte ich nicht, denn Munition ist immer sehr rar gewesen. In den ersten Resident Evil Teilen zumindest. Ich habe die... Den ersten Teil, den zweiten Teil, glaube ich, gezockt, aber auch nicht durch. Ich habe das nur so halb verfolgt. Und dann später eigentlich gar nicht mehr. Ich schau nochmal hier, ob da irgendwas zu sehen ist. So, nee. Nix, dann gehen wir jetzt mal zum Aufzug. Oder kann ich rausgehen? Wäre natürlich mega blöd. Was? Das geht? Da es geht, muss ich doch einmal kurz hier rumlaufen. Ich hätte damit jetzt nicht gerechnet. Hallo? Oh, ich dachte, der eine Typ rennt. Das ist nur ein Auto im Hintergrund. Ab rein! Also ich habe früher auf der PlayStation 1 war das, habe ich viel mehr Parasite Eve gezockt. Oh, guck mal, 5 Minuten gespielt, ja. 5 Minuten schon vertrödelt, verdammt. Also Parasite Eve 2 war das, das fand ich sehr geil. Hat mir damals besser gefallen, so als Zombie-Horror-Spiel. War auch ein bisschen so vom Rätseln her anspruchsvoller und kniffliger. Und war auch generell mehr Rätsel mit dabei. Sollen wir mal Licht an? Natürlich hat er keine Sicherung dabei. Oh, jetzt ist aber gerade hier ein bisschen am Ruckeln. Komm, mach auf! Geht nicht. Hä? Oh mein Gott. Bin mal gespannt, ob hier richtige Schreckmomente kommen. Dann werde ich mich wieder hart erschrecken. Ich schaffe das. Warte, der Nein. Ich darf nicht immer zurückgehen. Ich glaube, es wird eigentlich angezeigt. Oh, nein. Da will ich nicht rein. Aus der Richtung kamen Geräusche. Jetzt gehe ich aber rein. So, Licht an. Ah, alles cool. Ne, da war nix. Also ich habe auf jeden Fall die Demo jetzt mal runtergeladen. Bei Steam übrigens, Link in der Videobeschreibung. Ob ich jetzt aber das Spiel hole, ja, das wird sich zeigen. Eigentlich habe ich da gerade weniger Interesse dran. Hä, was soll ich denn hier jetzt machen? Ich dachte, hier geht's noch in diese Richtung. Exit. Ich muss halt irgendwas finden. Sonst... Wir können ja doch versuchen... Können wir so ein Schloss aufschießen hier vielleicht? Ja, das geht eh nicht. Also hier muss definitiv eine Sicherung rein. Ich gehe nochmal in das Arbeitszimmer. Irgendwas war ja auch hier, ne? Da waren noch irgendwo Geräusche. Vermutlich... Hinter dieser Tür. Oh. Jetzt kamen von da Geräusche. Hallo? Hallo? Mach auf! Oh, guck mal. Da kann er vorbei. Oder besser gesagt... Hä? Komm, du willst dir doch nicht sagen. Ach so. Ja, steht ja noch da halten. Ja! Bam! Du bist aber stark. So, hier wird noch gewischt. Ist auch dringend nötig. Lichtschalter? Oh, also ich wette, hier irgendwo ist einer drin. Da blubbert's ja auch. Oh, gib mir das. Was ist das? Erste-Hilfe-Spray, sehr gut. Ja, dahin kommt. Tschüss, keine Zeit. Immer direkt so zack, Waffe auf Anschlag. Oh Gott. Ja, allerdings.
Jetzt, ja, ich will ja nicht die Waffe untersuchen. Kombinieren. Natürlich geht das nicht. Alles Käse. Da ist er. Ja, komm runter. Wo ist er? Ach, hier. Ich hol sie raus. Los, beeil dich. Hilfe. Bitte. Geben Sie mir die Hand. Ich hab sie. Jetzt die andere Hand. Los. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Durchhalten. Kannst du loslassen? Der wird doch eh zum Zompen. Ja, genau. Ach du Scheiße. Boah, ekelhaft. Guck den länger an, weißt du? Dahinter sind Zombies. Guck das Buch länger an, mein Gott. Notizbuch eines Polizisten. Ah, guck mal, 1, 2, 3, da sagte er schon, da fehlt irgendwas. Parking Way Out. Sind das vielleicht Hinweise auf Symbole? Die Krone, ein Löwe und ein Ziegenbock oder so. Dann, ja, das sind definitiv die Symbole, die ich da auswählen konnte. Bin mal gespannt. Ich hoffe, das Buch behalte ich. Kann zur Eingangshalle zurückkehren. Hätte jetzt auch... Oh mein... Nein. Boah! Ja, was denn? Ich hab den getroffen. Ich weiß nicht. Komm, in den Kopf. Ach du Scheiße, ich renne einfach. Ich renne einfach. Wo ging's denn lang? Hier, ne? Scheiße! Die sind überall! Ja, was hast du denn geglaubt? Lauf! Boah, jetzt krieg ich aber gerade schon heftig Gänsehaut, muss ich sagen. Hui! Boah! Das war doch so klar. Das war so einfach abzusehen. Oh, ich hab Hilfe. Pass auf! Verstanden! Matsch! Hallo! Du bist sicher. Fürs Erste. Danke. Marvin Brenner. Leon Kennedy. Da war noch ein Officer. Ich konnte nicht. Hier. Du hast sicher getan, was du konntest, Leon. Ja, hab ich. Ich hab's versucht. Weiß irgendjemand, was das verursacht hat? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, es reicht, wenn du weißt, dass du mit Haut und Haar gefressen wirst, wenn du nicht aufpasst. Ja, ich sollte letzte Woche anfangen, aber dann hieß es, bleib weg. Wünschte, ich wäre früher gekommen. Du bist jetzt hier, Leon, und das ist wichtig. Okay, Lieutenant. Ich bin soweit. Hoffentlich findest du einen Weg raus aus der Station. Der Officer, den du getroffen hast, Elliot. Er dachte, dieser Geheimgang wäre der Weg hier raus. Das klingt gut. Sie kommen ins Krankenhaus. Nein, nein, ich bin nicht die Priorität hier. Lieutenant, ich werde Sie nicht einfach hier lassen. Das ist ein Befehl, Rekrut! Du rettest dich selbst zuerst. Ich käme mit dir, aber ich halte dich nur auf. Hier. Du brauchst das. Ich kann das nicht. Stopp. Nimm. Und mach nicht meinen Fehler. Wenn du eins von den Dingern siehst, Uniform oder nicht, darfst du nicht zögern. Du erledigst es. Oder rennst. Klar? Ja, Sir. Aye, Captain. Was habe ich denn da Cooles bekommen? Ein Kampfmesser, okay. Mit Schaft halt. Button, Button, Button. Ah ja, alles klar. Also so. 3 Medaillons finden. So, wir gehen. Wo war das mit dem. Wo
musste ich das eingeben? Ach, hier oben. Ob die Videos mit in die Zeit reingerechnet werden? Hm. So. Ach so, ja, toll. Genau, das will ich. Also, eine Krone, ein Löwe und ein Geißbock. Die Reihenfolge ist natürlich jetzt, wissen wir nicht. Da haben wir den Geißbock. Oder, was kann das noch sein? Löwe, Krone. Haha, easy. Ey. Es gibt wahrscheinlich mehrere, okay. Hier gab es ja nur einen Medaillon. Geißbock, Widder, Stier. Also hatte Elliot recht. Ja, aber der Durchgang ist noch nicht offen. Nicht. Guck mal in deinen Laptop. 15 Minuten gespielt. Ich würde sagen, weiter geht's im nächsten Part. Danke fürs Einschalten, haut drin, bis dahin und tschüss.